Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Factorio mit Wesley und Benny. Guten Tag. Hallo. Alles klar. Und dann kann die Folge beginnen. Ja, wir haben zwischen der Folge ein bisschen Fleißarbeit gemacht. Ich habe hier ein bisschen Verteidigung gemacht. Benny hat hier Sachen gemacht, die ich wieder abgerissen habe. Und jetzt machen wir die nochmal. Also falls ihr euch wundert, ja, warum der Bahnhof, den ich hier letzte Folge aufgebaut habe, während ihr mir zugeschaut habt, hier wieder abgerissen wurde und wieder gebaut wurde, dann fragt ich was. Der Benny ist voll beleidigt. Aber sowas von. So kniecht es. Schau mal ins Warenhaus hin. Oh mein Gott. Na egal. Ja, schau also mal ins Warenhaus unser Kupfer. Guckst du rein? Kupfererz, ja. Jo. Sieht er doch. Ich hab nicht genug rote Bänder. Kann ich mal rote Bänder nehmen? Ich hab gar keine mehr. Ja. Also ich hab dir vorhin eine Kiste hingestellt, da waren die... Ich hab neun rote Bänder. So, dankeschön. So, jetzt guck nochmal ins Warenhaus. Jo, beeil dich, sonst haben wir keine Base mehr. Ja. Einmal unter Vollpower. Eine Zeile. Zweite Zeile. Dritte Zeile. Gleich voll. Ja, also das ist das letzte Restchen hier. Wir können hier hochzoomen und sind dann irgendwann da. Und jetzt gucken wir mal schnell, was die Viecher da oben veranstalten, weil das ist nicht cool. Brauchst du Lasertürme? Ich habe noch 40 Stück. Kannst du mal ausbauen hier, oder? Ach, lass uns die mal für die Außenposten nehmen. Hier haben wir doch die Munition anliegen. Ach, Lasertürme werden auf Band produziert, ey. Kannst du auch ein paar... Weißt du, geizt rum mit den Fließbändern, weil die ja so teuer sind, ne? Aber haut die Lasertürme raus. Scheißegal. Kostet ja nix. Was kostet die Welt? Ich nehme 2. So, und ich muss sagen, ich würde das ganz gerne nochmal hier umplanen. Das war unklug bedacht. Wie viel sind denn das? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 in einer Reihe. Ey, nicht, guck mal zu mir, hast du sowas schon mal gesehen? 4, 6, 8, 10, was bei dir? 14. Was habe ich gesehen? Alter! Stein auf Stein! Das sind 4 Stück, alle in Dreck nebeneinander. Standen die da schon die ganze Zeit, Benny? Keine Ahnung. Du warst dann die ganze Zeit am Arbeit? Keine Ahnung. Ist dir nicht aufgefallen? Ja. Da unten fehlen noch Fließbänder, Benny, über dir, falls du noch hast. Bei den Erzförderern die linke Reihe. Er hätte jetzt gefragt, ob du vielleicht abgerissen hast, weil... Nee, sowas mache ich nicht. Aber ich fände jetzt hier echt schade, die roten Dinger da zu verbraten. Die roten Belader. Die roten Belader. Die wären dann eigentlich auf dem Bahnhof besser. Ja. Damit wir das schnell wegtransportieren. Ja gut, da machen wir ja dann eh rote Belader hin. Apropos, haben wir denn einen Zug? Einen Kupferzug? Ich glaube noch nicht. Was brauchen wir denn? Was muss ich hier jetzt bauen, machen, tun? Was hast denn du hier vor? I do not lick it anymore. Schmelze. Ich bin gerade auf dem Weg, noch ein paar Greifärmchen zu holen. Flitzebänder. Wie läuft's mit Flitzebändern? Was, der Erzförderer? Nein, kann ich aber auch mitbringen. Für die Kohle, oder? Ja, Wesley produziert ja jetzt auf Stange, da oben. Achso, ich produziere gerade auf Tasche. Ja, ist ja auch nicht verkehrt grundsätzlich, aber ich nehme hier nochmal ein paar Motoren mit, dann können wir uns gleich noch einen Zug basteln. Wo sind denn hier die Erzförderer? Hier. Eins. Soll ich die puffern? Eins. Eins.
Mach ich aber nur ein Stack rein. So, 30 Stück muss reichen. Ja, ein Stack lang. Wie viele Reihen willst du dann eigentlich machen? So viel wie das Erz hergibt. Also wahrscheinlich bis zu Kohle ran. Also so viele Schmelzen habe ich gar nicht. Warte mal. Bleib mal kurz. Ach so, und das auch noch. Kannst du low schlägen. Ich probiere noch die Wesley'sche Schnellbautaktik, aber ich bin da noch nicht ganz so für geeignet. So, da ist ein Fließband, da ist ein Ärmchen. Ja, ich hau da immer falsch. Ich wollte gerade sagen, mach mal die Mitte hochgeht, dann kannst du von unten mit dem Kupfer kommen. Genau. Sehr gut. Mit wie vielen soll ich dann kommen? Mit 3, 4, 5? Fang mal an mit 3, würde ich sagen. Und wenn wir mehr brauchen. Also ich würde jede Schmelze, 2 Reihen Schmelzen, glaube ich, mit einem Band füllen. Oder Wesley, reicht das? Moment, was? Normal? Ein Fließband, ein Ärmchen. 2 Reihen Schmelzen für ein rotes Band Fließbänder. Langt das? Solange die roten Blätter vorne hast, wahrscheinlich nicht. Also lieber jede Schmelzreihe ein eigenes Band. Ja, du musst eh mit. Ja, da kommt ja eh noch Kohle ran. Ja, wir haben ja nur ein halbes Fließband, deswegen dachte ich. Halbes ist eh zu wenig. Das reicht doch unten auch. Tut's ja nicht. Genau. Wieder halb und halb. So, mehr Öfen kann ich aber nicht basteln. Oder? Wo das sind sie denn? Ich habe keine Ziegelsteine mehr. Ja, du kannst ein Band für 2 nehmen, weil du halbierst es ja eh. Bin ich nett. Jo. Also ein Kupferband aus dem Warenhaus kannst du teilen für 2 Lines. Was gehört, Benny? Hä? Was? Ein Ausgang aus dem Warenhaus kann für 2 Reihen schmelzen. Ja. Genutzt werden. Also es ist zwar, es wird. Also wir können es auch erstmal so lassen. Das können wir ja später nochmal aufteilen. Ein bisschen zu wenig sein, aber wir warten jetzt erstmal, dass wir wieder Kupfer kriegen, weil sonst haben wir irgendwann ein Problemchen. Kupfer haben wir genug. Ich bringe dir nochmal Erzförderer mit. Brauchst du noch was? Benny? Bänder? Keine Ahnung. Nochmal Fließbänder oder so? Ich bring von allem etwas mit. Wo sind hier die Steine? Gib mir Steine. Steinreich. So, dann können wir 5. Klar, den Stahl alle. Natürlich. Er zieht sich erstmal die weiße Line rein. Klar. Schön mit dem Fuffi. Schwierig, muss ich jetzt zensieren? Nee, es geht schon. Viele wissen nicht, was es ist. Jedes Mal, wenn ich runterrenne und wieder hochkomme, rege ich mich drüber auf, dass ich die Schienen vergessen habe. Aber egal, das bleibt ja jetzt alles so. Wir wollen ja gar nicht mehr umbauen. Der Erzförderer bleibt alles so, wie es ist. Was sagst du, Benny?
Erzförderer hast du auf Tasche. Fofächer. Fließbänder willst du auch Und noch der haben? kam gerade. Server antwortet nicht. Das kann nicht sein. Bei mir leckt es gerade hart. Ich hab einen ja, Ping wir müssen von euch 10 aufklären. Millionen. Der Gnichnet hat jetzt eine super tolle Internetleitung. Ah. Highspeed. Highspeed to hell. Ja, jetzt müssen wir uns nur darum kümmern, dass da ein vernünftiger Router drankommt. Ist das zufällig hier schon abstandstechnisch ausgemessen? Nein. Schade. Tatsächlich nicht. Also du willst dann... Ich möchte... Also kann es sein, dass du hier unten eventuell irgendwann auch noch lang möchtest? Stimmt, du kannst ja so eine Reihe auch noch nach unten machen, hier wo ich gerade laufe. Ja, aber ich glaube nicht, dass wir das brauchen. Wir können ja jetzt noch so weit nach rechts raus. Sollte, glaube ich, lang. Du meinst, wo du mit deinem Kupfer, wo mit der Kohle lang gehst, ne? Ja, wenn du es so machst, wäre natürlich ideal. Ja. Ja, dann mach mal. Ich kümmere mich jetzt hier noch um Strom. Das ist denn natürlich ein weiter runter. Hier ist eine Holzkiste mit 6 Pistolen drin. Was soll das denn? Ja, das ist für jeden Tod eine, ne? Echt? Ja, meinst du, ich schleppe eine Pistole mit mir rum? Das ist das Erste, was ich loswerden will. So, was sagt die Produktion? 2100 Eisenplatten. Die ich befürchte, dass uns der Strom gleich abschmiert. Meinste? Gar nicht. Läuft doch super. Oder meinst du, der Festbrennstoff kommt nicht hinterher? Ja, das weiß ich halt nicht. Macht sogar den Anschein. Aber da müsste ja die Kohle einspringen unten, oder? Können wir da vielleicht einen Puffer hinmachen? Für die Kohle? Haben wir nicht davor einen Puffer? Ach nee, Kohle Puffer nicht, ne? Ja, aber wäre vielleicht nicht dumm. Also jetzt ja. Nicht hier an den Eisen, an den Kupfer schmelzen, sondern unten in der Base. Ja, genau. Also zum einen Festbrennstoffe und noch ein paar Strommästen. Gut, dass ich Lampen auf Tasche habe, dann brauche ich wenigstens die Lampen nicht mehr craften. Ach, der Zocker hat ja wirklich sein ganzes Inventar hier reingeschmissen. Das sage ich ja, da bin ich vorhin nochmal durchgegangen. Ja. Also das muss man nochmal lobenswert erwähnen, finde ich persönlich. Also das finde ich sehr gut. Ja, also das kennst du ja, wenn man irgendwo zu Besuch ist, kriegt dann so Besucherhausschuhe und so, ja, also... Genau. Das heißt, der Nächste, der vorbeikommt, der kann dann Zocker seine... Ist das jetzt eine Anwerbung? Benni, hast du zufällig nochmal Schaltkreise auf Tasche? Grüne? Schaltkreise? Ja. 9 Stück. Dein Ernst? Kannst du noch einen bauen? Kann ich noch eine bauen? Brauch 10, ich kann noch einen. Gibst du mir die 9? Was brauchst du denn? Eine Lok. Warte. Wie kann man eigentlich was geben? Steuerung und. Also mit dem Zeugs in der Hand Steuerung und dann auf mich draufklicken. So wie du es in der Kiste ja auch machen kannst. Ne, Steuerung ist es nicht. Doch. Guck. Ich hab die in der Hand. Und dann musst du Steuerung gedrückt halten und dann Linksklick auf meinen Mannequin. Ach ja, klar, clever, hab auf mich geklickt. Gibst es dir selbst. Genau, ich geb's mir aber. Oh no, jetzt brauche ich noch Eisenplatten, das ist ja fail. Choco Loco. Zack, zack.
von Kupferplattenabholung. Warten wir bis Inventar voll oder 60 Sekunden vergangen sind und bringen das an Kupferanlieferung bis Inventar leer. Ist das eine tolle Sache? Klingt nach einem Plan. Hört sich akzeptabel an. Das, was Knichtnet sagt. Nö, nee, heute ausnahmsweise nicht. Nicht solange ich deinen Bahnhof abreiße, ne? Ja. Oh, wo war jetzt eigentlich mein Warenhaus? Ich hatte noch ein Warenhaus übrig. Oh. Ich war's nicht. Ich war's auch nicht. Der Zocker war's. Zocker war's. Oder Luma. Luma, ich würde sagen, Lumatan war's. Ah, Lagerhaus. Ja, wer lesen kann und so, gell? Südele. Nehmen wir den, den und den. Eisenplatten, Eisenplatten. Ach du Scheiße. Wir hatten hier mal einen Puffer drin. So, das heißt, wenn ich jetzt hier... Was habt ihr gesagt? Und dann mit einem Teiler, dann funzt das Ganze auch. So, Vorsicht, Benny, der Zug fährt jetzt. Mit den Kupferplatten. Setzen wir da unten denn noch einen Kupferplattenpuffer? Ja, ne? Jetzt habe ich wieder keine. Ach, vergesslich. Egal. Scheißegal. Es bleibt alles so, wie es ist. Boah, ist ja lange am Forschen, ey. Was forscht denn da? So, also wir haben dann hier auch einen kleinen Kohlespeicher. Hier oben, oder? Sehr ja. Nett. Ja, ich meine, zur Not könnten wir ja hier auch Kohle abholen lassen, ne? Ich habe dir meine Tunnels gegeben. Kannst du mal hier bitte einmal untertunneln? Tunnels! Was willst du? Wieso habe ich eigentlich so viele Tunnel? Die habe ich dir eben zugesteckt, als ich dir zeigen wollte, wie man Sachen zusteckt. Der Zustecker. Benny ist mir an die Tasche gegangen. Ja. Du mieses Schwein. Die Shift! Jetzt habe ich wieder keine Ziegel für weitere Schmelzen. Können wir irgendwo mal kurzfristig Hochöfen automatisieren? Nein! Wir wollen das nicht. Was möchtest du? Willst du Hochofen? Kann ein paar produzieren, wenn du willst. Bin gerade nichts am Craften. Na, ich auch nicht. Bei 24 Hochöfen kann ich bauen. Sehr gut. Oben rechts werden deine Lasertürme werden dann in der nächsten Folge gesetzt, oder? Die werden dann wahrscheinlich in die nächste Folge gesetzt werden wollen. Ich produziere gerade 60 Hochöfen. Du bist so ein Mann, echt. Also, das ist ja... Männlicher als ein Mann. Der männlichste Mann aller Männer. So ein Mann kann alles sein. So. Das kann alles weg. Ich muss mich jetzt mal kurz ausmüllen hier. Zum Ende der Folge werde ich jetzt nur noch ausmüllen. Ich habe hier noch Stein auf Tasche. Mach ich auch gerade. Alles loswerden hier. Aber das ist schön. Wisst ihr, früher hat Wesley einfach alles irgendwo in eine Kiste geschmissen und gesagt, fuck off, ne? Am Arsch. Und jetzt? Am Arsch. Willst du mir sagen, ist nicht so? Mir eine Kiste irgendwo genau schön hingestellt und dann mir mein Müll reingeworfen. Natürlich.
Logistisches Abfallsystem, sag ich nur. Ja, da später habe ich noch eine Lagerkiste gemacht. Wird eh alles abgeholt. Ja, wenn die Anforderungskisten leer sind. Ist ein Problem. Okay, wer ist ein Problem? Drücke T. Werkzeug ist es. Oh nö, nicht jetzt schon. Gib mir noch ein bisschen Zeit. Lass mich erstmal an 3 gewöhnen. Nehmen wir dann. Ah jo, Ölverarbeit. Also nur mal so als Info, ich habe gerade nochmal 116 Öfen gebaut. Ja, ich habe auch noch 50, 60. Hier, komm her. Du bist unser Hochöfen-Typ. Hochofen-Typ. Obwohl? Nö, gebe ich dir nicht. Eigentlich nicht, wir müssen ein bisschen umdisponieren. Ja. Ja, aber guck mal kurz, Wesley, das ist zum Beispiel wieder so ein Ding, das verstehe ich nicht. Warum ist hier bis zum Ende Kupfererz, Eisenerz und hier oben reicht's nicht? Es sind zweimal jeweils ein volles Fließband. Rot. Willst du mir jetzt sagen, das liegt hier an den letzten 4 Öfen, die hier... Ach nee, hier hinten sind auch noch welche. Ja, da liegt's. Viele. Alter! So, jetzt Benny, sorry. Wir müssen hier nochmal umdisponieren. Disponieren! Dispo! Oho. Mein Dispo ist voll. Was? Ich laufe, ich eile. Brauchst du noch irgendwas? Jetzt, wo ich gerade unterwegs bin. Soll ich dir ein paar Schaltkreise mitbringen? Paar Fläschchen, Fließbänder. Gelbe Ärmchen. Munition. Türme. Ich habe viel zu viele Türme. Ich muss hier mal Türme loswerden. Nein. Wie hast du das hin? Achso. Wie er mich anschreit. Ja. Das habt ihr alle gehört, es ist in der Aufnahme. Ach, endlich erweiterte hier Ölverarbeitung, ey. Kann ich die Maschine da oben mal rattern lassen? Na, endlich kannst du auch mal was tun. Wie lange ist die Folge eigentlich schon? 427,3. Doch so kurz. Ja, eine reicht genau, um 2 befeuern zu können, gerade so, oder? Ne, die oberen laufen nicht, das reicht nicht. Wesley, ich dein... Ich bin so dumm, ey. Wir müssen, glaube ich mal, wir müssen mal zusehen, dass wir da oben rote Auslader machen beim Warenhaus. Dann passt das wieder. So, stimmt, dann passt es wieder, okay. Ich kann genau 3 Stück bauen. Nee, dann bau doch die ab, die der Wesley hier so für Demo-Zwecke hier, die roten hier, die können wir doch abreißen. Ja, und dann machen wir da nämlich gelbe hin. Oh blöd. Oh blöd. Die gehen alle rein, die gehen alle rein, die gehen alle raus. Ja, dann müssen wir hier nur 3 rote draus machen, bitte. Ja, genau, hier, da. War der Plan. Dann sollte das bestimmt langen. So, das heißt, das hier wird dann hier auch nochmal untertunnelt, geht hier rein. Greifarm, oh, Fließband, das. Greifarm, das. Greifarm, Fließband, Greifarm, das. Da stimmt was nicht. Da stimmt was nicht. Ich kann nicht zählen. 1.000, 2.000. Geht das schon wieder los. Leute, ich kann so nicht arbeiten. Ich kann so einfach nicht arbeiten. Ach ja, das Leben könnte so einfach sein. Aber ich glaube, wie einfach das Leben wirklich wird, sehen wir dann in der nächsten Folge, oder?
kann ich hier ganz in Ruhe noch mal ein bisschen zählen. Eins, zwei, drei. Oder? 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 Ja, mach mal. Naja, whatever. Ja. Wie er mich anschreit. Benni wieder konzentriert, ich höre das. Ja. Warte, warte. Ich stelle mich hier drüben hin, dann hört das wie bei Benni rattert. So, Benni denkt wieder. Ja, genau. Arschloch. Ja, Freunde, wir sehen uns zum nächsten Mal wieder. Schreibt ein bisschen was in die Kommentare. Däumchen nach oben. Vergiss nicht, dass Benni auch mit aufnimmt. Und ja, dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Ja. Bis dann. Ciao, ciao. Haut rein. Tschüss.